Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Das ist doch uninteressant. Ich habe wieder mehr angefangen zu lesen, da ich auch letztens einen Beitrag gesehen habe, wo es hieß, dass der Mensch an sich, vor allem hier in Deutschland, weniger liest, sei es gedruckte Bücher oder E-Books. Und ich möchte euch jetzt das Buch zeigen, was ich zurzeit lese. Was ich auch empfehlen kann. Wer mir auf Instagram folgt, weiß es natürlich schon. Für die, die mir da nicht folgen, zeige ich euch das jetzt schnell nochmal. Und zwar ist es dieses Buch Vor der Elfendämmerung von Jean-Louis Fetien. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ja, so sieht es vorne aus. Es ist der erste Teil einer Trilogie. Ja, ihr könnt es zwar nicht so sehen oder fühlen, aber dass die Buchstaben sind so ein bisschen mit hervorgehoben, quasi so ein bisschen 3D-mäßig, würde ich sagen. Von hinten sieht es so aus. Ich lese euch das mal schnell vor. Die Welt ist bevölkert von Zwergen, Elfen und Menschen, den drei freien Völkern, die gemeinsam die Kräfte des Bösen in Schach halten. Mitten in den Frieden hinein werden mit einem Mal die grauen Elfen beschuldigt, dem Zwergenkönig das Schwert Excalibur geraubt und ihn ermordet zu haben. Der Frieden der Welt ist in unbeschreiblicher Gefahr. Der große Rat kommt zusammen und muss eine Entscheidung treffen. Eine dramatische Reise nimmt ihren Lauf. Lilienne, die zauberkundige Königin der Elfen, führt die Kommission an, die damit betraut wurde, das Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen. Ja, die Nacht der Elfen und die Stunde der Elfen sind dann noch Teil 2 und 3. Aus der Trilogie und dann sind hier noch ein paar andere Werke von ihm mit drin. Ich möchte erstmal das hier noch durchlesen und lege es euch auch ans Herz, mehr zu lesen, denn ist ja nicht viel falsch daran. Außerdem ist hier drinnen noch diese Illustration dabei mit der Elfe am Wasserfall. Wer das nun genau ist, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber ich finde es sehr schön gemacht und das ist auch die von hier vorne. Ja, also.